Da sind wir wieder bei Let's Play Carter, immer noch hier auf der Jagd nach Kronen. Und wir sind auf dem Weg zu einem Türschalter, damit wir durch die Tür kommen, die wir da eben schon gesehen haben. Erstmal gehen wir noch mal in die Ecke. Weil da ist auf jeden Fall noch was zu holen. Eine Chemikalie. Klebstoff, bitte Klebstoff. Verdammt, eine Batterie. Was? Inventar voll? Eine 15er Waffe, die könnte schon etwas verkaufsstärker sein. Die packe ich da mal ein. Haben wir sonst irgendwie was Gutes gefunden? Nö. Wie viel Kohle hatten wir jetzt schon? 4000. Ja, mein Wunsch mit 10.000. Haha. Wenn wir gut sind, kriegen wir 6.000. Aber da glaube ich nicht mal dran. Höchstens mit dem Verkauf noch. So, wow. Wieder ein Ohr. Bestimmt ist das Ohr eine Wertsache, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß zwar nicht, was man mit dem Ohr tun soll, aber okay. Verdammt. So, das ist wieder was Grünes. Das heißt, wir müssen was rauswerfen. Oh, jetzt haben wir ganz schön viele am Arsch hier. Oh oh. Mensch, dass wir das gepackt haben, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, der Inne macht definitiv einen Abgang. Und dann verlieren wir gegen den... Oh, was hat denn er jetzt wieder? Gegen den Riesenklops. Irgendwie ist das Verhältnis da nicht ganz richtig. Heilungsinjektor 3, den müssen wir definitiv mitnehmen. Die ist normal. Verdammt. Das ist egal. Kieferknochen, muss ich doch irgendwas von haben, dass ich Kieferknochen kriege, oder? Muss ich vielleicht damit zum Arzt gehen? Und das müssten wir aber behalten, nicht gleich verkaufen. Ich hoffe, da denke ich dran. Vielleicht kann er mich dann wieder herstellen. Weil irgendwas stand ja da. Ah, das war zu schnell weg.
Boom-Eimer brauchen wir nicht. Der Ausdauer-Injektor ist auch nur normal. Ich habe mir aber auch nicht die Preise gemerkt, was man da so erzielen könnte. Klebstoff, hey. So, und dann können wir jetzt mit dem Fahrstuhl nach unten. Ich hoffe, hier sind wir noch richtig. Ja, sieht ganz so aus. Waren wir da gar nicht? Da waren wir gar nicht. Hat sich jetzt auch nicht so wirklich gelohnt. 4 Kronen und eine Sehne. Hey. Oder haben wir noch was vergessen? Ein kaputter Knopf. Und nochmal 38 Kronen. Lalalala. So, angekommen. Komme ich gar nicht. Ach so, das ist die Ladenebene wieder. Wieso ist denn da ein blauer Punkt? Komme ich da irgendwie ran? Natürlich nicht. Da setzen sie irgendwas darin und man kommt nicht ran. Gehen wir erstmal zum Onkel Doktor. Ich habe jetzt Kieferknochen. Geht also nicht. Verdammt. Ich hatte die Hoffnung. Hast du irgendeine besondere Waffe? Mörderwaffe 17-2, alter Falter. So, nichts Interessantes. 9-4. 159 kriegen wir für so eine grüne Waffe. Und hierfür kriegen wir 330, das heißt, so eine Gadgets sind scheinbar mehr wert. 12 Schaden, 1 bis 2 Schaden, 9 Stärke. Ich glaube, dann haue ich den hier mal weg. 3 Fokus, 9 Fokus. Na, jetzt hat er wieder das nicht ordentlich gemacht. So, Mörderwaffe 15. Ich glaube, da hatten wir schon fast eine besser, 15,8. So, 3 Ausdauer, 19 Ausdauer, weg damit. Das Ding haben wir auch schon mit Stufe 2. Weg, 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 weg. Eine 18er.
So, dann haben wir das soweit geklärt und eigentlich können wir dann jetzt auch schon zurücklaufen, weil es bringt ja eh nichts, jetzt noch die nächste Ebene zu erkunden. Aber ich hätte da noch was holen können, sich verdammt zu spät entschieden. Na gut, gehen wir erstmal wieder nach Westerfall zurück. Vielleicht haben wir auch Glück und wir finden noch ein gutes Teammitglied. Wobei natürlich der Nachteil dann besteht, dass wir den auch noch aufpimpen müssten. Wobei ich den, glaube ich, auch dann erstmal im Lager lassen würde. Du darfst auch angreifen, danke. Ein paar Krönchen, noch ein paar Krönchen, nochmal. Und dann können wir auch mal gucken, was sich hier noch verbirgt. Na, wenigstens hat das nochmal ein bisschen Kohle gebracht. Haben wir hier noch eine Kiste? Jo. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt momentan? 8000? Hey, vielleicht kriegen wir doch noch die 10 voll. Ich habe ja noch ein paar Wertsachen, aber erstmal gucke ich hier wieder beim Offizier nach. Schläger. Stärke 12. 22 Ausdauer, 20 Verteidigung. Ist also schlechter als... Nö, das ist ja gleich stark wie Ziblun. Aber schlechter damals als Jesper und Rick. So, daher lasse ich den da mal. Nix dabei. Was war das da eigentlich für ein Typ? Was macht der? Ach, ein Ausbildungslager, okay. Und dann probiere ich hier nochmal den Onkel Doktor. Eigentlich müssten jetzt zwar alle gleich sein, aber... Ah, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Nee. Und wenn wir den mal nur auswählen und mit ihm hingehen? Nee. Neue Aufträge gibt es nicht. Schade. Dann gucken wir mal, haben wir irgendwas zum Verbessern noch? Erstmal kann ich die Wertsachen verkaufen. So, die 10.000 haben wir gerade so geknackt. Da freue ich mich. Wir können was verbessern in der Theorie. Stärkeimplantat 3. Danke.
Und ein Verteidigungsimplantat haben wir da auch noch. Ne, wo ist denn das? Das hatten wir gar nicht, ne? Zum. Doch da. Gut. Dann können wir trotzdem hier noch was verkaufen. Die Zweierdinger brauche ich ja eigentlich jetzt. Eigentlich brauche ich sie nicht mehr. Andererseits bekommen wir davon auch nicht so viele. Wer weiß, vielleicht behalten wir sie einfach erstmal noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder in den anderen Dungeon in der nächsten Folge, wobei wir in diesem Jahr wenigstens diese Verbesserungsteile für die Implantate bekommen haben. Ach, ich überlege mir das nochmal. Spitze, bedanke mich. Bis dann.